Servus, Flo. Hallo, Dirk. Servus. Du, was haben wir uns denn da eigentlich angeschafft? Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ein Riesenprodukt hier. Jetzt habt ihr euch eine richtig coole Maschine angeschafft. Bei uns die Crystal Rock, Dirk. Ja. Die Crystal Rock schleift paarweise die Ski. Ihr könnt Langlaufski drauf präparieren. Ah, okay. Ihr könnt auch Ski mit Schuppen präparieren. Oder mit Feldski. Ihr könnt jetzt Snowboards machen. Mhm. Und das Coole an der Maschine ist, du könntest auch, wenn du jetzt Rennski noch machen möchtest, dann kannst du mal die Seitenkante, das Tuning wegmachen. Ja. Magst du mal nur Planschleifen, nur strukturieren und machst später die Seitenkante und das Tuning mit dazu. Also ihr habt alle Möglichkeiten von den Strukturen, ihr habt die Möglichkeiten, Dirk. Ihr habt alle Strukturen, eigentlich alles, was aktuell am Markt ist. Und heißt das auch im Prinzip, ich kann hier auch einen Rennläufer damit bedienen, mit dieser Maschine? Selbstverständlich. Und auch den normalen Skifahrer, der, ich sage jetzt mal, mit der Familie, genau, mal eine Woche an Fasching Skifahren geht. Definitiv. Das ist alles hier. Definitiv, okay, so ist gut. Es. Sage ich mal so, ihr habt bei den, speziell für die Rennläufer, haben wir spezielle Vario-Strukturen auch mit drauf. Okay. Das heißt, ein Bogen, innen ein Bogen, außen fein, für die Speed-Disziplinen. Okay. Es gibt aber auch die spezielle Pirelli-Struktur, die wo sehr, sehr gut bei uns ankommt. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Tuning-Winkel, mit dem Seitenkantenwinkel euch zu spielen. Ja. Das ist mega cool. Und natürlich aber auch für den normalen Skiservice. Ja. Habt ihr die Möglichkeit, jetzt hier zu spielen? Ihr könnt an der Vorsaison, wenn es im Winter kalt ist, könnt ihr die Struktur ein bisschen feiner machen. Genau. Wir können das Setup, ein ganz wichtiger Punkt ist immer bei uns, das Setup können wir wirklich cool einstellen. Sprich Seitenkante, das Tuning, also das Fahrverhalten vom Ski. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe da so einen Ski, wo von euch geschliffen wurde. Und das ist jetzt was ist das jetzt für ein Schliff? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Bogen, ein Bogen außen fein. Das heißt, der fährt sich auch immer gut auf der Kante, er geht gut runter von der Kante, ganz fein zum Skifahren und unwahrscheinlich schnell. Okay, sehr gut. Sollen wir mal einen durchlaufen lassen? Gerne. Könntest du mal hier jetzt mal die Maschinen kurz starten, damit man sehen, genau, wie das funktioniert das und wie sich das verhält? Jetzt sieht man, jetzt wird der Ski wird auch immer in 10 Segmente untermessen, also vermessen. Das heißt, er wird in der Länge vermessen, der Ski. Und wird auch in der Breite vermessen. Jetzt sieht man, jetzt macht er zuerst den Stein im Vorschliff. Und jetzt wird es dann interessant, jetzt wenn er dann zum Finish-Schliff übergeht, sieht man, jetzt geht es von der Drehzahl runter, am Belag wird wenig weggenommen, der wird geschlichtet und wird strukturiert. Ja, da kommt und dann kommen die nächsten Schritte, dann hebt er einen Ski hoch, sieht man jetzt dann gleich. Wichtig bei uns ist immer, dass natürlich auch der Ski oft zum Service, dass man oft zum Service bringen kann. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da kommt immer wieder die Frage vom Kunde, wie oft kann man einen Ski schleifen lassen? Das ist immer wieder eine Frage, die immer wieder kommt. Es dürfte aber nur ganz kurz, jetzt haben wir gesehen, ihr hebt einen Ski hoch. Ja. Jetzt kommt im nächsten Schritt kommt die Seitenkante. Und wenn die Seitenkante wird in zwei Durchgängen geschliffen, und dann geht später die Tuningscheibe, die sieht man hier jetzt, die fährt hoch und macht auch gleich das Tuning von der Kante belagseitig. Und jetzt wechselt er nur, jetzt geht er runter und hebt den anderen Ski hoch. Sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut. Es geht mit Langlaufski, es geht mit Snowboard. Natürlich nehmen wir auch gern Tourenski an, Freeride-Ski. Speziell auch das Thema haben wir eigene Programme für die Freerider, für die Tourengänger. Ja. So, jetzt ist der Ski im Prinzip fertig, oder? Jetzt kommt er zur Ablage und dann wird er sauber gemacht, trocken gemacht und dann geht er zum Wachsen. Okay. Machen wir nochmal eine Runde. Nochmal ein Spezialfinish.
jetzt ist er fertig. Jetzt hast du bis aufs Wachsen eigentlich einen fahrfertigen Ski. Schauen wir uns mal den Ski an. Genau, jetzt wird er sauber gemacht, trocken gemacht. So, was haben wir da jetzt für, was haben wir da jetzt für eine Struktur? Jetzt haben wir auch eine sehr gute Universalstruktur. Das ist eine kreuzversetzte Struktur. Die geht eigentlich bei allen Verhältnissen. Läuft die Struktur, läuft die top. Okay. Und da ist jetzt auch die Kante seitlich sehr gut geschliffen. Ja, man spürt. Hier sieht man es. Die Kante ist scharf bis vorne, bis zur Schaufel. Ja. Und kein Grat. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Es ist kein Grat auf der Kante. Die Kante ist scharf, aber gradfrei. Und das ist ein entscheidender Punkt, damit die Ski später einmal gut drehen und dass die Leute dann auf der Piste wirklich Fahrspaß haben. Und diese Kante wird über dieses neue Griptec, dieses neue ganz ein wichtiger Punkt, Dirk, du hast es jetzt angesprochen, das neue Griptec von uns. Wir vereinen eigentlich zwei Welten. Ja. Das Band und die Disc. Und das ist das Griptec dann, wo wir die Schärfe von der Discscheibe haben, aber auch die Vorteile nach wie vor von Bandschliff. Wenn die ABS-Seitenwange vorsteht, muss ich den Ski nicht vorher händisch schon mal bearbeiten. Das ist ein großer Zeitfaktor, der, glaube ich, auch für euch im Servicebetrieb ein entscheidender Punkt ist. Sehr gut. Nee, begeistert, ich bin begeistert. Also freut mich. Wir sind, Dirk, herzlichen euch Dank. Euch alles Gute. Danke. Für die neue Zeit oder mit der Montana jetzt. Wir sind motiviert, mit euch jetzt, euch als Partner mit an Bord zu haben. Tipptopp, freut uns. Ja, wir können starten in die Saison. Ja, danke schön. Bitte.